Herzlich willkommen zum Wein mal 1 bei... Scheiße, müssen wir nochmal. Okay, du. Herzlich willkommen zum Wein mal 1 mit Vino Lisa. Heute mit Hans Christian. Herzlich willkommen und mit dem Sönke. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute wollen wir euch da einmal weitergehend erzählen, was ist die richtige Temperatur für welchen Wein oder welches alkoholische Getränk. Ja, wir denken ja bei Vino Lisa, dass oft eine viel zu warme Temperatur für Weißwein und gilt dann übrigens analog auch für Rosé empfohlen wird. Oft findet sich auf den Etiketten gerne noch die Angabe, bei 10 bis 12 Grad zu servieren. Das ist ja richtig für ganz hochwertige Weine, die eben auch exorbitant teuer sind, wo man dann wirklich ganz, ganz viel erriechen und erschmecken möchte. Aber für die Alltagsweine und die alltagstauglichen Weine, die wir euch ja auch ganz gerne ans Herz legen wollen hier bei Vino Lisa, ist das ganz einfach zu warm. Das sagen wir so radikal, wie es ist. Wir würden für den Weißwein und einen Roséwein die gleiche Serviertemperatur empfehlen. Von uns an euch der Praxistipp. Wir würden einfach empfehlen, nehmt euch die Weinflasche, packt sie den Abend vorher in den Kühlschrank, dann hat sie danach die perfekte Trinktemperatur, um sie am nächsten Tag frisch zu genießen. Wir haben sogar ziemlich wenig Hemmung, auch wenn wir den Wein aus dem Regal holen und wir wollen ihn gleich trinken. Wir packen ihn eine halbe Stunde ins Eisfach. Die reine Lehre und das Weinbuch sagt euch, macht das bitte nicht. Es ist aber nicht so schlimm für alltagstaugliche Weine. Anders würden wir es aber bei einem Schaumwein empfehlen. Bei einem Schaumwein würden wir ja zum Beispiel auch noch was würdest du zum Schaumwein sagen? Auch wirklich eine Frage der Qualität. Qualität und Temperatur, wie wir das eben schon angedeutet haben, geht eine ganz enge Korrelation ein. Wir haben hier beispielsweise aus dem Hause Berlucchi einen wirklich sehr schönen Spumante, also einen Schaumwein. Wenn man den zu kalt serviert, dann ist es auch wieder so, dass man von der Aromatik eben weniger mitkriegt. Andererseits, machen wir uns nichts vor, ja. Schaumwein ist lecker, wenn er kalt ist. Ja, 100% stimme ich dir zu. Da haben wir aber natürlich auch noch andere Getränke, wie zum Beispiel hier alkoholische Cocktails. Das finde ich persönlich sehr, sehr interessant. Wir haben jetzt neu im Sortiment ganz, ganz coole verschiedene Sachen, wie zum Beispiel den Mojito, den Spritz. Also so richtig leckere Cocktails. Was bei denen ganz cool ist, finde ich, wenn ihr die wirklich dann eine Stunde vorher, eine halbe Stunde vorher einmal ins Gefrierfach legt, danach auch auf Eis serviert, wahnsinnig lecker, total schön so zu trinken. Und darum geht's, einfach ja, lecker. Ja, genau, dass die Sachen auch einfach schmecken. Andere Sachen wären noch beim Rotwein. Was würdest du mir zum Rotwein empfehlen? Was wäre da deine Meinung? Da gibt's ja auch immer diese ganz althergebrachte Ansichten und heute noch Empfehlungen bei Zimmertemperatur trinken. Das halten wir für vollkommen überholt, weil die heutige Zimmertemperatur ist eine ganz andere als damals, wo diese Empfehlung herstammt. Da hatten die Leute noch nicht irgendwie ihre überheizten Zimmer mit 22 Grad. Und wenn du wirklich einen Rotwein bei 20, 22 Grad probierst, dann schmeckt er nicht mehr. Dann ist er einfach viel zu warm. Also was würdest du empfehlen? Wie würden wir die Temperatur am besten erreichen? Vielleicht mit einem Abstellraum oder sowas? Wäre das eine Idee schon? Also wenn du einen kühlen Abstellraum hast, dann wird er da eine ganz gute Temperatur haben, so Richtlinie vielleicht 16 bis 18 Grad. Junge, fruchtbetonte und vielleicht auch nicht ganz so komplexe Rotweine dürfen auch gerne ein bisschen kühler serviert werden. Und wenn ihr es dann zu warm zu Hause habt, wenn ihr euer Küchenregal habt und es ist im Sommer und es ist einfach zu warm, auch da keine Hemmung, gerne auch mal einen Rotwein in den Kühlschrank stellen für eine halbe Stunde oder eine Stunde. Es schmeckt einfach besser. Und wenn ich dann einen fruchtbetonten Rotwein habe, wie zum Beispiel, ja sagen wir ruhig, ein Basis Chianti irgendwo aus der Toskana und es ist Sommer und es ist warm, dann stelle ich den auch gerne mal eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Das tut ihm gut. Also zusammengefasst, auch Rotwein lieber ein bisschen kühler servieren. Es macht einfach mehr Freude, es macht mehr Trinkspaß und das ist unser Tipp für heute. Und damit danken wir euch, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt beim Wein mal 1 mit Vino Lisa. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis demnächst. Ciao.